Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Schäffer Automobile, Ihr EU-Wagenpartner in Bielefeld. Mein Name ist Fred Mütter, wir hatten es angekündigt in dem ersten Video zum ID.3. Wir machen ein zweites Video zum ID.3. Jetzt direkt hier aus dem Auto heraus, Fahraufnahmen. Sven-Erik Schäffer sitzt wieder auf dem Beifahrersitz. Moin Moin. Moin Moin, genau, nimmt das Ganze eben halt auf. So, und dann springen wir jetzt in das Video und machen später direkt mit der Sonnenausstattung weiter. Sonst halt haben wir hier das große Glasdach nochmal verbaut. Gut, wir beiden hier vorne, muss man auch ganz ehrlich sagen, haben da jetzt nicht so viel von. Wenn du fährst, ist das ja nice to have, weil viel Licht von oben reinkommt, aber du siehst es jetzt nicht, weil wir nicht wie im Tesla das Dach in die Scheibe übergeht, sondern wir hier vorne schon noch den schwarzen Dachhimmelbereich haben mit dem Licht und den Sonnenblenden. Genau, ja. Aber wenn du jetzt hinten sitzt, gerade für Mitfahrer, ist das echt, echt cool. Ja, ich denke da speziell an Kinder, ne? Wenn die auf der Rückbank sitzen, irgendwie, die gucken dann oben wie in den Himmel und sagen, oh, ein Flugzeug oder sagen wir, wenn man dann abends unterwegs ist, irgendwie Sterne im Mond. Sterne oder den Mond halt nochmal sieht. Ja. Das ist für Kinder natürlich super attraktiv, gerade wenn es auch mal so ist, dass man vielleicht nicht mal nur gerade zum Bäcker fährt, sondern mal eine etwas längere Strecke eben halt fertig. Denk da gerade dran zurück an die Urlaubsfahrten, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, wenn die Kinder hinten gesessen haben, die fanden das mit so einem Glasdach immer absolut klasse, weil das eben halt einfach eine Bereicherung war. Und zum anderen, was mir immer auffällt, was ich auch schön finde, gerade wenn wir so wie jetzt hier auch einen dunklen Dachhimmel in dem Auto haben, ist halt einfach viel heller in dem Fahrzeug als solches. Ja. Also es sieht sehr sportlich, sehr elegant aus durch den Dachhimmel, aber letztendlich hätten wir jetzt dieses Glasdach nicht drin, wäre es schon ganz schön dunkel hier im Auto. Ja. Und das ist so eine ganze Ecke schöner. Ja, kaum fahre ich mal in ein Elektroauto, kommt schon eins von links, ne? Ein Wettbewerberauto, Renault Zoe. Natürlich deutlich kleiner, andere Klasse. Aber abhängen kann der uns auch nicht. Nein. Davon ab. Ja, das Auto fährt echt schön. Das muss ich wirklich sagen. Das ist angenehm. Hätte ich so eigentlich gar nicht unbedingt erwartet, weil ich ja immer sehr, sehr skeptisch bin, was Elektrofahrzeuge angeht oder auch ID.3. Jetzt kommt uns natürlich auch direkt so ein Auto nochmal entgegen. Ist auch sehr interessant. Ist eine Fahrschule gewesen. Dort werden die Autos anscheinend jetzt auch schon mit eingesetzt. Genau, was man sonst viel klassisch VW-Teile, also hier die Schalter, ja, das kenne ich alles. Genau. Das kenne ich alles. Also hier so diese Lenkstockhebel eben halt. Auch hier links Spiegelverstellung. Fensterheber, das ist alles typisch VW, so wie wir es kennen. Also ich würde sagen, selbst die Spiegelform als solches wäre so typisch Golf 7, Golf 8. Ja. Also viele Dinge irgendwo, wo der Schritt jetzt von dem klassischen Auto, wie wir es kennen, mit dem Verbrennungsmotor hin zu dem Auto mit dem Elektromotor einem relativ einfach gemacht wird, weil viel Bekanntes nicht unbedingt einfach so unbekannt ist und man jetzt nicht irgendwie in eine komplett neue Welt dort einstürzt. Genau. Sondern eben halt tatsächlich nur im Bereich des Antriebs den Unterschied hat. Ja. Aber jetzt eine Frage von meiner Seite, Sven, der Akku. Ja. Wie viel Kapazität haben wir hier bei dem Auto? Ist das ein 58 oder ein 77 kW? Und wir haben hier den großen Akku drin verbaut. Ah, okay. Das ist ja, wie schon angesprochen, eine First Edition in der Pro Max Version, also die beste Ausstattung. Wir haben hier eigentlich serienmäßig schon alles drin, was man braucht. Wir haben die ganzen Assistenzsysteme, wir haben das große Panoramadach, wir haben den schwarzen Himmel mit dabei, wir haben eine Wärmepumpe mit dabei, die den Akku schon mal vorwärmt bei kalten Tagen. Und wir haben hier eine maximale Reichweite, wenn das Fahrzeug wirklich komplett voll geladen ist, von 380 Kilometer. Mhm. Können wir da einfach nochmal drücken. Ah, okay, Parkposition. Ne? Genau, und sobald du jetzt den Fuß vom Gas nimmst, ist quasi die Zündung, die klassische Zündung, wenn ich es mal so betiteln darf, aus. Ja. Und wenn du jetzt die Tür öffnest und aussteigst, also sobald der Schlüssel das Fahrzeug verlassen hat, schalten sich auch alle Systeme ab. Wir haben jetzt hier nochmal die Möglichkeit, das Fahrzeug verabschiedet sich auch, die Klimatisierung einzuschalten. Wir haben natürlich auch eine App, die wir vielleicht später nochmal zeigen können, mit der wir das alles nochmal steuern können, wo wir die Reichweiten einsehen können, wo wir auch die nächsten Ladepunkte sehen können per Google Maps oder per Map-App. Und genau, da kannst du auch nochmal die Klimatisierung regeln und auch nochmal die Akkukapazität bzw. bis wie viel Prozent du laden kannst einfach.
Okay, aber was habe ich denn jetzt tatsächlich für eine Reichweite bei diesem Auto? Ich meine, gut, man hört ja immer vieles irgendwie im Winter, wenn es kalt ist, geht dann letztendlich irgendwo die Reichweite geht runter. Wenn ich stark beschleunige, die Reichweite geht runter. Ja, ich denke mal, dieser typische Kurzstreckenbetrieb, wo dann der Verbrauch, wie wir es beim Verbrenner kennen, eben halt ansteigt, dürfte ja einem Elektroauto vom Prinzip ja gar kein Problem großartig machen. So denke ich zumindest mal. Ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, aber wie weit kommen wir denn jetzt tatsächlich im Altersbetrieb, wenn ich sage, gut, ich fahre jetzt nicht unbedingt Autobahn, aber ich fahre so typisch Landstraße irgendwie. Ich selbst bin ja Pendler, fahre irgendwo 63 Kilometer hin, 63 Kilometer zurück. Also ich sag mal, mit ein bisschen privat gefahren habe ich also locker irgendwie pro Tag um die 130, 140 Kilometer. Und da stelle ich mir ja immer die Frage, macht das dann Sinn? Muss ich dann, sag mal, jetzt wirklich jeden Tag so ein Auto laden oder reicht das, wenn ich den alle drei Tage irgendwie dann lade? Das wären jetzt 390 Kilometer vom Prinzip, wenn man mal rein diese, ich sag mal, diese Firmenkilometer rechnet. Wie häufig muss ich dann tatsächlich da in die Dose? Ja, also wenn man ganz ehrlich spricht, und ich meine, das wollen wir hier machen, wir wollen jetzt hier nicht das VW-Werbevideo drehen, du kommst nicht auf die 380 Kilometer tatsächlich. Also gerade jetzt bei deinem Pendlerbedarf würde ich schon sagen, dass du spätestens jeden zweiten Tag auf jeden Fall laden musst. Okay. Wenn nicht sogar besser jede Nacht laden, weil du dann halt den Akku schonst, weil du halt nicht komplett leer fährst und dann wieder volllädst. Ich lade dann aber über Hausstrom praktisch. Genau, du kannst ja ganz normal über die Steckdose laden. Ja, okay. Das ist gar kein Problem. Ja. Das heißt, in so einer Nacht, wenn wir jetzt mal eine normale Nacht irgendwie 12 Stunden rechnen, gut, Feierabend hast du ein bisschen früher, also bevor du jetzt, sag ich mal, schlafen gehst, schaffst du so 100 bis 150 Kilometer nachzuladen. Das wäre dann halt quasi deine Tagestour, die du über Nacht nochmal neu laden kannst. Mhm. Und damit würdest du dann auch hinkommen, Lüchte hin und zurück oder halt die Pendlerstrecke, die du halt fährst. Aber nur einmal die Woche zu laden oder nur alle drei Tage zu laden, funktioniert mit dem ID.3 in dieser Konfiguration. Und wir haben schon den größten Akku, funktioniert das leider nicht, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Mhm. Ja, okay. Vielleicht können wir gerade mal eins machen, weil das ist auch das, was mich interessiert. Wir steigen vielleicht einfach gerade mal einmal aus. Dann wäre es schön, wenn du mir dann erklären könntest, wie ich denn ein solches Auto dann auch laden kann. Ja. Wir werden ja irgendwo eine Steckdose haben hier am Fahrzeug. Wahrscheinlich haben wir auch irgendwo ein Ladekabel. Ich tippe mal im Kofferraum. Genau, ja. Dann können wir vielleicht auch da jetzt gerade einmal drumherum und gucken da einfach nochmal. Ja. Ja, wie man jetzt hier sieht, der Mieter ist ausgestiegen, das Fahrzeug hat sich komplett abgeschaltet. Das System sagt hier auch nochmal, wir haben geparkt und die Bildschirme sind auch ausgegangen. Kannst gerne mal den Kofferraum öffnen. Wir haben hier, wie wir es aus dem Volkswagen-Konzern auch kennen, einen doppelten Ladeboden drin verbaut und da finden wir auf der zweiten Ladeebene halt alle unsere Kabel. Wir haben hier einmal das normale Kabel für die Haushaltssteckdose und dann in der schwarzen Tasche nochmal das Schnellladekabel für die Ladesäule. Okay, hier ist aber jetzt oben nochmal eine Schutzkappe drauf. Genau, Schutzkappe einfach mit drauf, die einfach ganz normal abziehen. Und dann haben wir, wie wenn du mit einem normalen Auto in die Tankstelle fährst, man sieht es jetzt auch schon bei mir rechts im Bildrand, eine Tankklappe und die einfach öffnen und dann haben wir halt hier auch nochmal oben den normalen Stecker und dann können wir unten die Kappe nochmal rausnehmen für den Schnelllader. Okay, das wäre Schnelllader. Ja. Das heißt, da habe ich jetzt auch Schnelllader jetzt im öffentlichen Netz irgendwo überwiegend die Möglichkeit, tatsächlich eben halt diesen Schnelllader zu nutzen. Und dann dauert es wie lange, wenn ich jetzt einfach mal sage, ich will so 100 Kilometer eben halt mal nachtanken? 100 Kilometer dauern dann so 20, 25 Minuten. Mhm. Genau, dann hast du auch einfach gemacht. Hier oben nochmal die Leuchtanzeige. Ah ja, okay. Also wenn es da leuchtet, ist wahrscheinlich alles gut. Genau, du würdest das jetzt reinstecken, dann würde das einmal grün leuchten, wenn du das dann an Strom anschließt und dann halt gelb. Also einmal grün, damit du weißt, okay, Ladevorgang ist aktiviert. Ja. Dann würde es gelb anfangen zu leuchten, damit du weißt, okay, Fahrzeug ist nicht vollgeladen oder ist nicht bei der Kapazität,
bis wohin ich laden möchte, kannst du ja im Display einstellen. Ja. Und wenn dann die 80%, die du eingestellt hast, erreicht sind, leuchtet die Lampe grün und kannst du rausziehen. Du kannst dir natürlich auch über die App eine Nachricht schicken lassen, dass dann dein ID3 vollgeladen ist und du ihn dann abstöpseln kannst. Zusätzlich zu dem ID3 gibt es eine ganz tolle App eben halt, die kontinuierlich mit dem Fahrzeug verbunden ist, wo viele Funktionen drüber zu steuern sind. Unter anderem eben halt auch Funktionen, um zu prüfen, wie ist tatsächlich eben halt der Charge Level. Das heißt also, wie viel Kilometer Reichweite habe ich jetzt noch? Das sehen wir hier auf der App ganz gut eben halt. 270 Kilometer, das heißt 75% praktisch ist der Level noch. Er zeigt mir jetzt auch ein, wie die Klimaanlage oder Klimaautomatik in diesem Fall eingestellt ist. Da haben wir es jetzt hier im Moment auf 20 Grad. Gehen jetzt mal weiter in den nächsten Level mit rein, wo ich dann also auch praktisch über die Fernbedienung dieser App eben halt verschiedene Dinge schon einstellen kann. Das heißt, ich kann da also verschiedene Settings machen, kann da auch letztendlich das Charging eben halt nochmal mit überwachen. Und ja, mir wird im Grunde genommen, ohne dass ich das Auto jetzt eben halt direkt habe, gleich angezeigt, wie der aktuelle Stand ist. Zusätzlich eben hat natürlich auch eine Standortsuche zu dem Auto, wo er eben halt letztendlich eben ist. Ich denke mal, über kurz oder lang werden die unterschiedlichen Ladepunkte, Lademöglichkeiten auch direkt nochmal mit angezeigt. Genau, wir haben hier überall grüne Punkte, die uns dann anzeigen. Genau, da ist der Punkt, wo tatsächlich das Fahrzeug auch ohne weiteres im öffentlichen Netz geladen werden kann, ohne dass ich das zu Hause jetzt über eine Wallbox mache. Und ich kann mir dann auch direkt darüber die Route reinziehen, damit ich eben halt weiß, wo ich jetzt lang muss, um zum nächsten Ladepunkt zu kommen. Das ist ganz übersichtlich gemacht, eigentlich ganz einfach, ganz stylisch, finde ich gut gemacht. So, also ich ziehe den Stecker dann mal einmal ab. Packe das Ganze jetzt wieder einfach zusammen, lege es hinten in den Kofferraum wieder rein. Mal einmal gucken, das sieht jetzt ein bisschen unbeholfen aus, weil so oft habe ich es halt auch noch nicht gemacht. Aber siehe da, selbst ich krieg's hin. Das ist unglaublich. Und dann kann man das Equipment hier hinten jetzt praktisch reinlegen. Das ist hier jetzt wieder drin. Ja. Deckel wieder drauf. Ja. Das ist ja nur Schutzmaßnahme, damit genau. Unsere VW-Wagen auch nicht verkratzen, damit wir die nachher wie neu übergeben können. Ich sagen muss, die Klappe wiegt irgendwie fast gar nichts. Die ist extrem leicht. Ja. Ist extrem ich leicht. Schließe dann auch mal die Ladeklappe, ne? Okay, ja, Ladeklappe schließen macht auch Sinn, genau. Sehr gut. Ganz normal wie beim Tankdeckel. Ja. Jetzt der Fall gewesen auf der Autobahn A7, schön nach dem Tanken oben den Deckel liegen gelassen. Hervorragend, man ist 100 Kilometer weiter und sagt, was will der Hintermann von einem, warum blinkt der die ganze Zeit? Ja. So, ich steig mal wieder ein und dann wollen wir jetzt gleich nochmal ein paar Fahraufnahmen machen. Ah, okay, jetzt haben wir direkt die Reaktion wieder, am Fuß auf die Bremse drauf und schon geht das Ganze hier wieder los. Jetzt muss ich meinen Mitfahrer natürlich mitnehmen. Der müsste jetzt mal einsteigen. Ja, kein Problem. Ich gehe noch einmal vorne rum, zeige nochmal die schöne Lichtleiste. Hier ist mal die Tür. Hier natürlich die großen Felgen auch nochmal mit dabei. Die Einzelverriegelung drin, deswegen. Der Schalter zum Entriegeln der Tür ist halt übrigens auch da, direkt vor den Scheiben. Mhm. Und das auch alles mit Touch, wie auch der neue Lichtschalter, der oben mit verbaut der ist. Der oben links ist, ja. Genau, ja. Ja, okay. Den wir gleich auch nochmal zeigen werden. Ja. Hier, wir haben hier beim ID First Pro Max auch die grauen Sitze mit dabei, Ergo Active, alles elektrisch mit Lord-Dorsen-Stütze. Kann man hier vorne mit rausfahren, ne? Das ist mir eben schon aufgefallen, weil ich sitze hier extrem gut, muss ich sagen. Wir haben hier das Alcantara und das hier in der Mitte ist dann Stoff. Schön gemacht. Ja, und die Seitenwangen und die Kopfstützen sind halt aus Leder, ne? Beziehungsweise Lederersatzprodukt ist ja auch hier alles nachhaltig und vegan in Anführungsstrichen. Ja, okay. Na gut, dann schränke ich auch mal wieder ein. Genau.
So, die haben wir drin. Er zeigt mir an, dass mein Beifahrer noch nicht angeschnallt ist. Ja. Daran arbeiten wir noch. So. Und los geht die wilde Fahrt. Was ich richtig, richtig gut finde, was man hier auf jeden Fall erwähnen sollte, finde ich, ist der Mega-Wendekreis. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, ja, aber das Auto ist mehr als wendig. Da kommst du in jede Parklücke ganz easy mit rein, kannst auch auf ganz engen Straßen guten U-Turn machen oder auf engen Parkplätzen rückwärts irgendwie fahren. Das ist echt entspannt. Auto wieder schön eingeparkt hier. Mit dem schattigen Carport sind wir dem Auto zurück. Fahraufnahmen sind soweit erledigt. Also ich muss abschließend sagen, eigentlich sehr, sehr erfreut darüber, dass das Auto so einfach im Handling ist, so einfach in der Bedienung. Kurze Einweisung, jeder kommt damit zurecht. Was ich total klasse finde bei dem Auto, ist halt diese sportliche Optik jetzt hier. Diesen schönen großen 20 Zoll Rädern da drauf, speziell hier bei dieser First Edition Pro Max. Optisches Erscheinungsbild, das Auto kommt von der Größe her, für meine Begriffe, irgendwo so in diesem Bereich Golf, Golf Sportsfan. Schöne Innenraumgröße, gute Übersicht, tolles Auto. Macht sehr viel Spaß. Gut, über Elektro hin oder her muss jeder seine eigene Entscheidung für sich irgendwo fällen. Aber ich denke, es ist eine tolle Alternative, wenn man mal was anderes sucht und eben halt da mal was Neues ausprobieren möchte. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video. Wenn es gefallen hat, gerne auch den Kanal wieder subscriben. Wir sind froh über jeden Abonnenten, der dazukommt. Letztendlich in dieser Zeit aktuell, wir gehen in den nächsten Lockdown wieder rein, sind wir natürlich weiterhin erreichbar, per Telefon, per E-Mail, über Instagram, Videochat. Wir bieten alle Möglichkeiten an. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank. Ciao, ich bin raus.